Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Zuletzt bin ich hier ja bei diesem Wichtelmann gewesen, der gesagt hat, wir sollen das alle verwandeln. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Jetzt habe ich mich echt mal drum gekümmert. Und es ist auch ein bisschen komplizierter, aber wenn man es erstmal weiß, ist es wieder nicht mehr kompliziert. Also zuerst einmal habe ich nochmal wieder HP und MP hergestellt. Denn das ist nicht so unwichtig, weil... Und darauf muss man ja erstmal kommen. Weil ich MP ja zum Zaubern brauche. Klar, das weiß man irgendwo, aber in dem Moment denkt man nicht dran. Und um die ganze Gruppe zu verzaubern, weil ich habe das jetzt immerhin bekommen, dass ich sie nach und nach verzaubern konnte oder jeder einzeln. Es geht ja aber auch darum, Dash mit zu verzaubern, der ja gerade hier gar nicht angezeigt wird. Und da kann das halt nur einer machen, der überhaupt zaubern kann. In diesem Falle wird das dann entweder Arc oder Luneth sein. Da ist jetzt wieder alles okay mit MP. Dann geht man auf Magie. Dann gehe ich jetzt mal auf Luneth. Dann gehe ich auf Wicht und dann funktioniert das auch, was vorher halt nie ging. Dann macht das immer nö, nö, nö. Das geht nicht bei Leuten, die gar nicht so sowas gerade zaubern können, glaube ich. Obwohl sie das gelernt haben. Aber sie sind halt keine Magier. Ich weiß nicht. Oder irgendwie so. Vielleicht geht's bei den anderen auch. Und ich habe es noch gerade nie ausprobiert. Auf jeden Fall nehme ich jetzt Luneth und sage nicht die einzeln, sondern hier unten steht gesamte Gruppe. Ja, und damit sind alle verzaubert und Wichtel. Tada! So, und jetzt gehen wir in den Süden des Waldes. Und da soll irgendwo das sein, das Örtchen. Gucken, ob wir das finden. Kommen wir da denn hin? Da! Oder nicht? Nee. Aber irgendwo soll es ja sein. Und wie machen wir jetzt Schaden? Wir sind ja alle so klein. Wir können ja nur flüchten. Auch flüchten habe ich gelernt. Es ist eigentlich, ja, ja, nicht anders. Ja, danke. Immer schön drauf. Ich will flüchten. Flüchten, habe ich gesagt. Ihr seid doch alle blöd. Oh, hat sogar geklappt. Super. Okay, hatte ich nämlich auch noch nicht ausprobiert. Aber wo ist denn jetzt dieses Wichteldorf? Hier! Torsos. Na endlich, wir haben es gefunden, Gott sei Dank. Es kommt automatisch. Ich dachte, man sieht das irgendwie. Willkommen in Tosus, meine Freunde. Wir sind winzig, ihr seid fein. Wir sind Klitze, ihr seid klein. Ach, ist das schön. Was ist das süß hier mit den Schneeglöckchen? Ach, wie golden. Habt ihr schon einmal von dem lebenden Wald gehört? Die Feen dort sollen wunderschön sein. Nee, habe ich nicht. Was ist hier? Da ist eine Teekanne. Kann man da Tee trinken? Das ist ein Bäckerladen mit Wichtelbrot, das ist ja ganz allerliebst. Ich weiß gar nicht, ob das Wichtelbrot wichtig ist. Habt ihr schon einmal unsere leckere Wichtelbrot versucht? Es hat den gleichen Effekt wie der Zauber Sicht. Wenn Sicht ist in Not, probier ein Wichtelbrot. Kein schlechter Slogan, oder? Und es schmeckt auch noch so lecker. Ach so. Also mit Wichtelbrot war's. Können wir dann die Sicht ändern oder sehen oder... Schnief, schnief. Hey, ihr riecht komisch. Und du riechst auch komisch. Achso, ja, den hatten wir ja schon. Ich bin ein Wichtel und bin froh, mein Haus ist klein. Was starrt ihr so? Hier, ein Schockmock. Willkommen in Mocknet-Kupo. Hier können die Mitglieder deiner Gruppe persönliche Briefe lesen. Gibt's denn was Neues? Es gibt was Neues. Ur. Ein reisender Händler kam vor kurzem nach Ur. Er ritt auf einem Schokobo. Das sind wahrhaft tolle Reittiere von Topapa. Aha, okay. Dankeschön. Ja, ich weiß es doch. Klärt mir doch niemand das 100-mal. Dr. Schelko ist krank. Das ist das Ende. Ich kann niemand heilen, weil er hier der einzige Arzt ist. Physikus, heil dich selbst, sonst sind wir verloren. Wieso? Da ist jemand krank. Was haben wir hier? Findest Mithril Armschienen. Ob wir denn nur Armsch stand. Ich habe Feuerer gefunden. Feuerstab und... Was finde ich noch? Feuerstab und Feuerer. Wie cool. Dr. Schelko. Brauche Antidot. Kein Placebo oder ich hau dir eine. Antidot.
Puh, ihr habt mich gerettet, das soll mir eine Lehre sein. Waldbeeren esse ich jetzt nicht mehr. Ihr habt euch eine Belohnung verdient. Ich werde euch in mein tollstes Geheimnis einweihen. Und wieder ein Geheimgang, wie das letzte Mal. Diesmal wird die Aufnahme aber nicht abbrechen, hoffentlich. So, geht die Treppe am Ende dieses Gangs herunter und ihr kommt auf den Weg zum Miralka-Becken. Yeah! Okay, ist hier auch noch was? Oh, Vitra, ich finde tatsächlich was. Mann, hab ich ein Glück heute. Und jetzt kriegen wir noch mehr Geschenke. Oh, wahrscheinlich werden wir jetzt voll verarscht. Voll die Falle. Phönixfeder, sehr gut. Phönixfeder, ja, das finde ich immer gut. Man weiß ja nie. Tunnel von Tosus. Was haben wir denn hier? Können wir hier zoomen? Wegen so... Ne, ihr wisst schon. War ja klar. Aber wir haben ja jetzt dafür auch kleine Gegner. Dann ist das vielleicht wieder was anderes. Konnten wir denen was stehlen? Nö. Toll. Uiuiui, uiuiui. Jetzt, was mit Refia? Die packt das noch. Okay. Ja, immer schön drauf. Du nimmst jetzt mal ein Item. Du greifst an. Du greifst auch an. Wieso machen wir eigentlich keinen Schaden? Der macht nur einen Schaden. Wie sollen wir die denn besiegen? Ich glaube, wir können die nur anzaubern. Und wenn das der Fall ist, dann können wir gerade nicht viel machen, weil wir haben uns noch nicht damit ausgerüstet mit den Zaubern. Dann hauen wir ab. Nee, ich will abhauen. Ich will abhauen. Wie geht denn das? Reiß aus. Ja, wir können hier gerade nicht gewinnen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass wir... Ja, benutzt das mal hier, damit es ihm mal wieder besser geht und ihm auch. Hatten das doch eigentlich irgendwie gelernt oder wir können das lernen? Wie mache ich denn das jetzt? Hier, ich habe die ja eigentlich drinne. Ich muss sie nur, nee, nicht benutzen, sondern halt lernen. Oh Gott, wie macht man das denn? Bin überfragt hier. Hier lernen. Super. Und zwar Ingos. Okay, dann fange ich mal lieber mit... Ach, ich fange mal mit Lunes an. Genau, der lernt jetzt mal Eis. Und Feuer. Und Schlaf. Und auch Feuera. Nö. Das machen wir mal für Refia. Da habe ich Lust zu, dass sie irgendwie so eine feurige Persönlichkeit ist. Und Ingus, der macht die Leute blind. Und warte, jetzt habe ich arg übersprungen. Und der, Vitra hat er nämlich schon gelernt, meine ich. Oder? Nee, der kann Vita. Kannst du auch Vitra? Kannst du alles arg? Ja, kannst du. Und du kannst auch die Leute schlafen lassen. Ja, und das andere kann er ja schon, ne? Eigentlich? Ah ja, genau, hat er schon gelernt. Jetzt hätte ich noch Feuer und Eis übrig. Dann kriegt er jetzt auch nochmal Feuer. Aber, nee, komm, dann macht er auch noch, dann kriegt er auch noch Eis. Was? Das
Kann er nicht lernen? Wieso denn nicht? Keine weiteren Zauber dieser Stufe erlernbar. Aha. Okay. Was auch immer das heißt. Auf jeden Fall müssten die Leute jetzt zaubern können, die als Magier hier wirken. Mal gucken, ob das jetzt geklappt hat. Es wird zumindest jetzt angezeigt. Dann machen wir mal Eiszauber. Du stehlst ihm was. Du greifst normal an. Und du machst deinen Feuerzauber drauf. Achso, er macht das schon. Blitzra. Der ist voll gut, dass er das schon kann. Jawohl. Aber ich kann auch. Jawohl, das hat gut geklappt. Wie stehlst du denen nochmal was Schönes? Portion erhalten, sehr gut. Ja, wir zaubern das erste Mal. Das finde ich irgendwie so Premiere-mäßig gerade irgendwie. Dass meine Truppe aus Final Fantasy zaubern kann. Yeah, finde ich gut. Ich habe nur immer so das Gefühl, vielleicht finden wir noch was. Aber wer weiß. Ist hier noch was? Nö. Huch, und jetzt sind wir wieder draußen. Wie ungewöhnlich. Ich habe mich schon gefragt, wo der Tunnel hinführt, aber dass wir jetzt ganz rauskommen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dann können wir jetzt hier immer lang gehen, oder? Nee, können wir gar nicht. Hey, ich bin verwirrt. Jetzt bin ich hier direkt rausgekommen. Können wir denn wieder zurück? Wikingerhöhle. Wo sind wir denn hier? Ich wollte ins Dorf. Ich bin doch da noch gar nicht fertig. Ja, wir sind die Wikinger, die Könige der Meere. Oh, und eine Bull mit. Naja, das waren wir zumindest einmal. Das Erdbeben hat den Seedrachen aufgeweckt. Er hat alle unsere Schiffe versenkt. Bis auf die Enterprise. Aber wir können doch mit einem einzigen Schiff keine Seedrachen erlegen. Die Enterprise. Mhm. Lass mich schlafen, ich träume von Segeln. Ja. Was soll ich denn sonst machen? Ein Wikinger ohne Schiff ist wie ein Fisch ohne Wasser. Den Häuptling trifft keine Schuld. Niemand kann uns gegen den Seedrachen helfen. Der Neptotempel befindet sich an der Spitze des Kaps. Opa weiß alles darüber, wenn ihr euch dafür interessiert. Wo bin ich denn hier? In irgendeiner Wikingerhöhle auf einmal. Eine Übernachtung kostet 40 Gil. Ah, hier können wir auch noch mehr Sachen kaufen. Was habe ich denn? Dreimal Augentropfen, auch nicht viel. Davon 6 Stück. Was ist das hier? Heb Frosch auf. Oh ja. Ich hasse Frosch. Nehmen wir 2 mit. Kann nicht schaden. Oh. Und hier können wir wieder kaufen. Das finde ich gut. Wer hat jetzt noch nicht was gelernt gehabt? Ich hatte einmal Eis, aber das ging ja gerade nicht. Blitz haben wir auch noch nicht. Kaufe ich auch noch mal. Ich kaufe mal kurz aber 3 Mal. Gruppe hat das nur gerade einer irgendwie. Mehr können wir eh gerade nicht wirklich kaufen. Und Feuer haben es 2 Leute. Reicht ja, wenn 2 Leute das können, oder? Gift wäre auch schon, aber das können wir uns nicht leisten. Ja, hier hätten wir jetzt schlafen können. Ja gut, pennen wir mal eine Runde ein. Eine Nacht ist ja okay. 40 Gil, das geht schon. Gute Nacht. Ich habe geschlafen wie ein Stein, wie immer. Und alles wieder hergestellt. So soll es sein. Gut, hier können wir gerade nichts mehr machen. Anscheinend. Der andere will da hinten pennen. Was sind wir denn hier? Achso. Hallo. Yep, Kupo. Aber keine neue Nachricht. Nee. Ja, und du mit deinen Informationen hier wieder. Was sagt ihr? Das da unten ist der Chef. Was haben Männer bloß? Verlieren ein paar Schiffe und sie tun, als hätte Valhalla sie rausgeworfen. Die Enterprise ist ein tolles Schiff, aber niemand will an Bord gehen, solange der Seedrache in der Nähe, die in nahen Gewässern sein Unwesen treibt. Oh, wir können Bomben schießen.
Da will ich noch nicht rein. Dann will ich erstmal nach links gehen und gucken, was da ist. Was mache ich hier? Ich will wieder ins Wichteldorf. Das war voll cool da. Hä? Und was ist mit ihm jetzt hier eigentlich? Was ist, wenn ich hier nochmal reingehe und hier dieses nah ranzoomen mache? Was mit dem Schwert hier? Können wir das nehmen? Obwohl wir so klein sind? Also ich habe hier schon lange nichts mehr glitzern sehen. Ich bezweifle, dass wir hier, weiß nicht, irritierend. So, jetzt bin ich auf der anderen Seite und da ist das komische Schiff. Kann mir mal jemand wieder mich zurückbringen? Huch, wo ist das denn? Was ist das denn für ein Ort? Nepto-Tempel. Und wir sind so klein. Ich komme hier nochmal irgendwann her in den Nepto-Tempel und dann, ne? Muss ja nicht gerade jetzt sein, wo wir so klein sind. Sonst müsste ich alles Kleine wieder aufheben und da habe ich keine Lust zu. Weiß ich nicht. Geht's wieder ganz zurück, weil wir von da gekommen sind. Und es muss ja wohl irgendwie einen Weg zurück auch wieder geben. Nicht da lang. Da lang. Und im Hintergrund ist ein Reinigungsprogramm an und deswegen ruckelt's bestimmt gerade. War ich hier schon? Ja. Die komische Drache. Nee, wir waren hier noch nicht. Ja, ich habe hier die Aufsicht. Es ist ja nicht mehr viel zu beaufsichtigen, seit dieser Seedrache aufgetaucht ist und fast alle Schiffe zerstört hat. Ihr seht mir wie tüchtige Abenteurer aus. Wenn ihr den Drachen besiegt, dann gehört euch unser bestes Schiff, die Enterprise. Wirklich? Versprochen? Wikinger Ehrenwort, wenn ihr es schafft, heil zurückzukommen. Oha. Okay. Gut, dann, wir kommen hier auf jeden Fall nochmal her. Kannst du mal durchgehen? Ich wollte nur da hinten nochmal den Glitzer-Effekt machen. Nee, ist nicht. So. Ich will ins Wichteldorf. Ich hasse die Wikingerstadt. So, geh jetzt. Hier war das doch irgendwo. Ja, ihr Spackos. Ich brauche euch doch gerade gar nicht. Haut mal ab jetzt. Ja, hat reicht für einen, aber nicht für beide. Tut mir leid, Dash. Oh. Tunnel von Tosus. Na Gott sei Dank, wir haben den Weg wieder gefunden. Hey, wir können wieder zurück. Was soll denn das auch? Ich war noch gar nicht fertig mit dem Wichteldorf und es war total lustig da. Toll, dass wir jetzt zaubern können. Macht Spaß. Bin aber immer noch so am hin und her überlegen, wie das mir gefällt mit der Gruppe und deren Eigenschaften und Berufen und bla bla bla. Aber mal gucken, was sich so über das Spiel noch entwickelt. Vielleicht kann ich da auch jetzt noch nicht so die perfekte Entscheidung finden für mich. Natürlich werden wir nochmal direkt davor angegriffen. Ist ja klar. Wer ist denn dran? Ach, Luna. Ja, dann mach nochmal Eis. Du greifst diesmal an, du auch. Und du machst wieder Feuer.
nicht geklappt mit dem Angreifen, na gut. Bei ihm auch nicht, also es geht nur mit Zauber. Aber dann kriegen wir das hin. Wir können ja zaubern. Aber wir müssen halt auch auf den Pay achten und in diesem Spiel ist es anscheinend so, dass man, ja, halt, nicht sieht immer mit MP und HP. Es ist nicht so übersichtlich in den anderen Spielen, wo es halt angezeigt wird. Hier, du verteidigst dich einfach mal und... Schade, dass wir wieder nicht stehen konnten, macht aber nichts. Die Zaubern zieht sich natürlich so ein kleiner Kampf auch schon wieder eine Weile hin, finde ich. Juhu! Aber es ist halt auch, ja, wichtig, dass wir ein bisschen ableveln und trainieren. So, wir sind in Wichteldorf wieder, mein Gott, endlich. Ich hätte nie in diese Höhle gehen sollen. Vielen Dank, mir geht es jetzt viel besser. Ja, schön. Und ich bin hier durch die halbe Welt gereist wegen dir. Auf einmal. Lass uns mal erstmal umgucken. Haben wir hier mit allen geredet? Hier sind wir hergekommen, ne? Ja. Gehen wir mal so ein bisschen hier lang. Wer ist das? Nur Dr. Schelko weiß, wo die Tunnel sind, die zum Miralbecken führen. Ja, da waren wir gerade. Da gehen wir auch noch wieder hin, so ist nicht, aber... Nicht jetzt. Nur Wichtel und Wichtel große, nicht Wichtel können Tosis das Wichteldorf bewichteln. Ich meine betreten. Ja, das wissen wir. Hier können wir halt auch wieder Zauber anscheinend kaufen. Ja, nur dass wir jetzt halt... Oh, Ero gibt's hier auch, das ist natürlich cool. Windschaden. Wem geben wir denn mal Wind? Das muss ich noch überlegen. Es ist so süß mit diesen Schneeglöckchen hier. Ja. Was gibt's denn hier im Innen eigentlich? Hier waren wir noch gar nicht drin. Übernachtung, 80 Gil, das ist ja hier teurer als im Wikingerdorf. Nö, nö. Naja, er wird wahrscheinlich auch komfortabler sein. Antidot haben wir eigentlich noch. 6 Stück Augentropfen auch. Brauchen wir alles nicht. Klauen wir uns. Ist gut. Ist halt so ein kleines Hotelzimmer. War das dasselbe Haus wie von... Ja, okay. Ich und mein Orientierungssinn. So, was haben wir hier noch? Dann haben wir ja tatsächlich nicht mehr hier viel gehabt. Ich dachte, ich habe jetzt hier voll was verpasst oder so. Aber anscheinend war das ja nur der Durchgang. Dann können wir ja tatsächlich wieder zurücklaufen. Dann will ich aber auch in diesen Tempel reingehen. Dann machen wir uns da aber auch wieder groß. Und ja, ich gucke jetzt hier nochmal nach Zaubern und Ausrüsten und was weiß ich. Wichtelbrot. Ich würde ja gerne, ja, dann kaufen wir nochmal eins hier. Soll's. Wenn ihr sagt, das ist so geil, das Brot, dann nehmen wir das mit und lassen es uns gut gehen auf unseren Wegen. Lebender Wald. Ich weiß nicht, ich will gerne meine Fee sehen im lebenden Wald. Ja, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Da im nächsten Part bin ich dann auch im nächsten Durchgang wieder oder auf der anderen Seite. Wikingerdorf, was weiß ich wo. Vielleicht zum Schiff mal gehen, wäre auch eine Idee. Und das Monster angreifen, mal gucken, ob wir dafür überhaupt schon bereit sind. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann.